Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten nun in die Nachmittagssektion mit dem Titel Bewahrung und Vermittlung, Schutz und Management archäologischer Welterbestätten. Wir werden darin Themen behandeln, die zum Teil auch schon heute Morgen Gegenstand der Diskussion gewesen sind, aber im Mittelpunkt werden diesmal tatsächlich Fragen stehen wie: Wie passiert der Schutz und das archäologische Management und wie steht das in einem sinnvollen Zusammenhang mit der Vermittlung für die breite Öffentlichkeit? Wir werden starten mit einem Vortrag von Herrn Professor Sebastian Sommer mit dem Titel Ein europäisches Projekt, die Grenzen des Römischen Reiches, Schutz und Vermittlung eines Welterbes im internationalen Rahmen. Herr Professor Sommer hat vor vielen Jahren das Studium der provinzialrömischen Archäologie, der Vor- und Frühgeschichte, Osteologie, Numismatik und alten Geschichte in München, Freiburg und Oxford absolviert mit einer Promotion in München im Jahre 1985. Er war dann lange Jahre von 1984 bis 2001 Referent am Landesdenkmalamt in Baden-Württemberg und ist seit 2002 Leiter der Abteilung Praktische Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Von seinen vielen anderen weiteren Tätigkeiten möchte ich noch hervorheben, er ist seit 2009 Vorsitzender der Deutschen Limeskommission, seit 2012 Honorarprofessor in Bamberg und auch seit einigen Jahren Mitglied im Vorstand des Verbandes der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland. Bevor ich an Herrn Sommer jetzt übergebe, noch ganz kurz, vielleicht ein kleiner Einschub zu mir selbst noch als Moderator, der Sie heute Nachmittag durch die Vorträge führt. Mein Name ist Klaus Wolf. Ich bin nun seit ziemlich genau 10 Jahren Präsident des Landesamts für Denkmalpflege in Baden-Württemberg und Direktor des Archäologischen Landesmuseums von Baden-Württemberg. Ich bin von Haus aus Archäologe mit Spezialgebiet in einer frühen Vorzeit für prähistorische Pfahlbauarchäologie und habe über 20 Jahre lang in der Schweiz gearbeitet, darunter 10 Jahre lang als Amtschef für das Amt für Archäologie des Kantons Fribourg. In Baden-Württemberg sind wir, was archäologische Welterbestätten betrifft, sehr stark involviert. Wir haben mit den Höhlen auf der Schwäbischen Alb, dem Pfahlbauten rund um die Alpen und eben auch dem Limes 3 wichtige archäologische Welterbe, um die wir uns kümmern und in den letzten 10 Jahren auch wirklich viele neue Dinge entwickelt haben. Insofern bin ich ganz gespannt darauf zu erleben, was Herr Professor Sommer uns über das Welterbe Limes, das ja auch ein sehr komplexes ist, wir reden über den deutschen Teil, den obergermanisch-rätischen Limes, Teil eines größeren Verbandes mit den beiden Abschnitten in Großbritannien ist. Und, das wird er uns sicher auch noch erzählen, es gibt ja 2 weitere Anträge, die sozusagen in der Pipeline sind. Einmal der Donau-Limes, bei dem er mit dem bayerischen Abschnitt selber verbunden ist. Und später soll ja auch noch der niedergermanische Limes eingeschrieben werden. Sebastian, ich darf jetzt an dich übergeben und freue mich auf die nächsten Minuten, auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Klaus Wolf. Ja, ladies and gentlemen, a European project, the frontiers of the Roman Empire, protection and communication of world heritage in an international context. This project is something which has been developed over many years and decades. In 2005, the Upper German Rhaetian Limes was inscribed together with the already World Heritage Hadrian's Wall as frontiers of the Roman Empire World Heritage Site. The idea then and still is that the frontiers of the Roman Empire World Heritage should consist of the lines of the frontier of at the height of the empire from Trajan to Septimius Severus and the military installations of different periods which are on that line. The installations include fortresses, forts, towers, the Limes Road, artificial barriers, and immediately associated civil structures. Since then, we have followed up that project under these auspices, if you want to call it like that. And in 2008, the Antonine Wall was added to the frontiers of the Roman Empire World Heritage Site as a third entity.
However, from the beginning, we thought this was part, or these were parts of a much larger thing, i.e. the frontiers of the Roman Empire, as we know them, as you read on the left, and as I mentioned already, consisting of frontier installations in Europe, in the Near East, and North Africa. And as Klaus Wolf already mentioned, with this idea, two new World Heritage nominations were prepared for the Danube Limes, with Austria, Germany, Hungary, and Slovakia, and the Lower German Limes on the Rhine with the Netherlands and Germany. However, in the original concept, and the Antonine Wall 2008 was inscribed under this aspect, we had the intention of adding up frontiers over the time, at the time when a new nomination was ready. This idea followed the recommendation of the World Heritage Committee in 2005, which recommends that the nomination be seen as the second phase of a possible wider phased serial transboundary nomination to encompass remains of the Roman frontiers around the Mediterranean region. As you might know, since then, 2005, rules and regulations have changed. And apparently, what was decreed in 2005 was not valid anymore for us. The most important change was the so-called Ittingen report, which was adopted by the World Heritage Committee, I think in 2011. And that decreed that there shouldn't be sort of a pure addition, as it seems, or some people thought, component parts to an existing World Heritage site, which was not mentioned already from the beginning when the World Heritage site was inscribed. Although we think that altogether we have an outstanding universal value, we had to follow approaches from ICOMOS and the World Heritage Center, and they recommended strongly that we would write a thematic study, which was undertaken in, I think, 2016-17, and has been published since. This thematic study, which looked at the whole of the possible Roman frontiers to be included into the World Heritage Sites, covering three continents, was also looked at under our main ideas: transnational cooperation, common management principles, coordinated development, and international research. However, with the present regulations, it was clear that we would have to concentrate on Europe for the time being, and even among Europe, although I must say this is just for the time being, we still follow the bigger and wider idea, that even among Europe, it was proposed that we split up the frontiers of the Roman Empire within that continent. This is the reason for these already mentioned two new nominations. They are two separate nominations with an individual outstanding universal value, or statement of outstanding universal value. Now, already in a transnational World Heritage Site, like it was with the existing, or is with the existing frontiers of the Roman Empire, Antonine's Wall, Hadrian's Wall, and the Upper German Raetian Limes, there is a question how to get the necessary things and people together. In order to have a fixed system for that, we created and fixed that with a transnational contract. On the one hand, the Intergovernmental Committee. The idea of the Intergovernmental Committee is that it's sort of a governing body being responsible for including new parts into the existing nomination, adding, subtracting, and periodic reporting and other aspects. However,
We think, and it has been the practice over the last 15 years, that in the day-to-day management of the frontiers of the Roman Empire World Heritage Site, the so-called the management group, also called Hexham Group after its first meeting, is the real important body. Here, within this group, site managers, heritage manager, but also regional politicians and interested people meet up to Corona every year in one part of the World Heritage Site to look at best practice, but also approaches which didn't work so well, to discuss these approaches, to discuss new ideas, to learn from each other, and by learning, by seeing, by discussing things among each other, having sort of a joint approach towards things despite all the national or regional differences in with the legal background or with different histories and ways of presenting or dealing with the archaeological heritage. Best practice examples, like for example, Rufenhofen were discussed there, a site where there is nothing to be seen on the ground, you have to fly or you have to do a geophysical approach. However, on the basis of those, without any further excavation, the whole fort has been made visible by growth and by means of little mounds to look at with models and so forth, but also with something which is called Limuseum, supposedly not to be a real museum, because the most important thing, the most important aspect on show in this place is the fort itself, which you can see from the window, main window of this Limuseum. Now, with additional World Heritage Sites, frontiers of the Roman Empire, we believe that it's worthwhile to structure these also transnational World Heritage Sites in a similar way as the existing World Heritage Site frontiers of the Roman Empire. The idea is that at some point, well, that for the time being, we can sort of have a clear interchange between the intergovernmental committees and also the management groups. But at some point, towards the ideal end of the whole thing, it would be possible perhaps to merge all those parts together into one, at least European World Heritage Site. The bracket for all this is the Bratislava Group, which is already in existing since the World Heritage Site was created as an originally scientific advisory body, but by now it has developed into some kind of group which is advising on every aspect of the extension of the frontiers of the Roman Empire. And from within the world, this Bratislava group, also the thematic study has been started and commissioned. Now, of course, the question is also under our session about preservation, how to deal with that. Well, of course, management plans are required situations. Action plans are requested, but we are talking about how to present a site which is huge, hundreds and hundreds of kilometers, which has dispersed places, at least along the rivers, and so forth. And one really important aspect is what we call the interpretation framework or frameworks for the Danube Limes in Austria and Bavaria. One is already in existing, and I will give you a few points following. But before I come to that, I would like to point out one international approach towards collecting data. Hungary, especially the University of Pécs, has created the Corpus Limitum Imperii Romani Clear,
as an international scientific, but not only scientific database, but also incorporating heritage elements with the idea of collecting the data about the sites along the Roman frontiers in a similar approach that they are comparable and they should be accessible to all interested parties over the time. I'm not going into the detail of the structure of that, only want to point out that, of course, it goes from a wider level to more detailed, to very detailed aspects, and the way how it is handled right now, it has all the potential of being the basis also for larger comparative works along the frontiers. Presentation and communication is these days the important aspect we are dealing all with. And I'm really glad that in the past few years, with European money and coordinated by Scotland, by colleagues in Scotland, there has been a development for the so-called ALAP, Advanced LIMES applications, a common technical framework for different parts of the frontiers of the Roman Empire, may they be World Heritage or supposedly World Heritage or similar things. And right now, this system is working in Scotland and in parts of Bavaria on the Rhaetian Limes, and we hope that other parts of the Limites will accept it, pick this system up to develop it and to share contents. It starts with maps, detailed maps, and traditional contents, in particular text picture information, but also small video clips telling stories about particular sites. But we heard that already in the morning, 3D is also something which is more and more requested and is more and more interesting. And with more and more objects which have been scanned and are incorporated in the ALAP, we are able to bring the finds back to their original find spots, and by that link the museums with their finds with the sites which are World Heritage. And of course, on site, there's also the possibility now with all the technical possibilities to incorporate 3D reconstructions on the exact sites, 360 degree views, showing reconstructions and sort of moving in them even on sites where there's nothing else to be seen on the ground. And we are really happy that the Romanian colleagues are interested to adapt the whole system for the Romanian Limes. We are already in drafting the contract with them. Now, I mentioned already the Danube Limes interpretation framework as a means to assign or to propose for various areas of the Limes in Austria and Bavaria specific topics to be brought forward to the visitors, to the people. Of course, with sort of apparently repetitive component parts, a fort and another fort and a legionary fortress and Militriviki and cemeteries and so forth, or on the Limes in Germany with watchtowers, there is a danger of sort of repeating constantly the same information. In order to make all the aspects interesting to visitors which are not visiting only one particular part, but the whole of it or larger parts of it, the idea of the Limes interpretation framework is to propose particular topics for particular areas or stretches of the Limes in order to make it more variable, to make it more interesting, and to enhance specialties of a particular section. And this is, of course, a possibility to enlarge the whole idea into the whole
Limes, for example, the whole Danube Limes, for example, with the Mycomannic Wars, there is a topic which can be treated differently, for example, in Brigatio on the Hungarian side or the bridgehead Isa, with, of course, the jumping board towards the war in Free Germany. Now, I would like to finish with that map again and bringing back the ultimate goal for the frontiers of the Roman Empire, to have this large, almost everything encompassing World Heritage Site. And we believe, and a lot of people support us in that, that the highest level of integrity from the frontiers of the Roman Empire is reached once the whole system is incorporated in the World Heritage Site. Because, of course, the whole system didn't work without other parts. Troops from North Africa were serving in Bavaria. Syrian troops were in Britain, in on the Danube, and so forth. So in the Roman times, that was something which was connected all over the Mediterranean, across the Mediterranean Sea. And we believe that this should be also for the World Heritage Site. And of course, the only way how to deal with that, how to get to that, is transnational cooperation. Thank you very much. Vielen Dank dafür. Wir haben gesehen, dass das Ganze ja eine sehr komplexe Angelegenheit ist. So die ursprüngliche einfache Idee, wir nehmen den römischen Limes als Ganzes und machen daraus ein Welterbe, wird sich so nicht realisieren lassen. Das Ganze kann nur etappenweise gehen, auch wenn wir gesehen haben, dass eigentlich vom rein archäologischen gesehen her eine andere Vorgehensweise wohl besser gewesen wäre. Gibt es jetzt schon ganz konkret einige Fragen? Wenn das nicht der Fall im Moment ist, Sebastian, dann bedanken wir uns erstmal ganz herzlich bei dir. Vielen Dank. Und du bleibst ja in jedem Fall noch bei uns nachher für die Schlussdiskussion. So, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Vortrag von Herrn Rogalla von Bieberstein. Ein Netzwerk zur Rettung des bedrohten archäologischen Welterbes. Herr von Bieberstein, so ich sehe Sie, Sie sind da. Herzlich willkommen. Ist seit vielen Jahren vor allen Dingen als Restaurator tätig gewesen, von 1995 bis 1997 als Restaurator für archäologisches Kulturgut am römisch-germanischen Zentralmuseum in Mainz. Danach war er 5 Jahre von 1997 bis 2002 leitender Restaurator am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Dann, und auch da hab ich ihn selber kennengelernt, bis 2012 fast 10 Jahre Ressortleiter Konservierung, Restaurierung am Archäologischen Dienst des Kantons Bern. Von 2012 bis 2016 war er selbstständig tätig und hat konservatorische Beratungsdienstleistungen übernommen. Er war danach noch für 3 Jahre Teamleiter am Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt und ist jetzt seit August 2019 im neu gegründeten Bereich KGR, Kulturgutretter, Cultural Heritage Rescue Unit am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin tätig. Und wenn man das in einem Satz zusammenfassen möchte, wird er uns heute darüber berichten, was bedeutet das, zu versuchen, einen Mechanismus aufzubauen zur schnellen Hilfe für Kulturerbe in Krisensituationen. Das Ziel ist, sich international zu vernetzen, um eine Rettung im Idealfall akut bedrohter Kulturgüter zu entwickeln. In diesem Sinne, Herr von Bieberstein, das Wort liegt bei Ihnen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Lieber Wolf, ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung und die Möglichkeit, heute hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Netzwerk zur Rettung des bedrohten archäologischen Welterbes. Als dieser Titel für den Vortrag heute bei Ihnen gewählt wurde, war das Projekt erst wenige Monate alt, vieles noch roh, provisorisch und nur angedacht. Heute, nach gut einem Jahr der Projektentwicklung, ist vieles klarer geworden, sind wichtige Kristallisationskeime entstanden und wir haben uns einen Namen gegeben, Kulturgutretter. Warum Kulturgutretter? Er bedeutet für mich, dass es nur gemeinsam geht und dass es die Kraft und die Hilfe vieler Menschen erfordert. Und retten, also etwas bewahren, klingt dramatisch, ist auch dramatisch und im Moment des Geschehens verlangt es von uns einen kühlen Kopf,
Mut zur Entscheidung und einen erprobten Plan. Und es braucht Empathie, denn der Verlust von Kulturgut, von Identität hinterlässt bei den Betroffenen ein traumatisches Gefühl der Leere. Es begann aber mit einer tatkräftigen Vision und vielfältiger Unterstützung, um 2016 im Beisein des Außenministers Steinmeier das Kompetenznetzwerk Archaeological Heritage Network zu gründen. Gespräche an runden Tischen folgten und das DAI hat zusammen mit dem ARCANET, dem RGZM, dem THW und vielen weiteren Partnern diskutiert, wie ein international vernetzter Mechanismus zur Rettung akut bedrohter Kulturgüter aussehen könnte. Im November 2019 haben wir dann einen ersten Workshop in Remagen bei Bonn mit dem etwas sperrigen Titel Einsatzstruktur für die Erstkonservierung von Kulturgütern bei Havarien organisiert. Und in einem Planspiel, in dem gut 30 Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Kulturinstitutionen, Verbände und Ministerien teilgenommen haben, wurden erstmals Rahmenbedingungen und Ablaufpläne skizziert, wie ein Mechanismus flexibel auf die Gefährdung von mobilem Kulturgut reagieren könnte. Als Ergebnis formte sich das Projekt Kulturgutretter, verankert beim Deutschen Archäologischen Institut und seit Juni 2020 auch bei der Leibniz-Forschungseinrichtung für Archäologie in Mainz, RGZM, die nun ihre Expertise zusammen einbringen und sich als offene Kerngruppe verstehen, die die nationalen und internationalen Netzwerke einbinden, damit feste Strukturen entstehen und Experten von Deutschland aus für den Kulturgüterschutz aktiviert und schnell international versendet werden können. Erst letzte Woche haben wir virtuell unseren zweiten Workshop durchgeführt und das zentrale Thema dieses Workshops war das Identifizieren und Beschreiben von Prozessen, die nicht nur für das bewegliche, sondern auch für das unbewegliche Kulturgut, Kulturerbe anwendbar sind. Ich fasse noch einmal die Aufgabenstellung zusammen. Ziel des KGR-Projektes ist es, die vorhandenen Kompetenzen in Deutschland in einem Team von Expertinnen und Experten zusammenzuführen, die international im Krisenfall Unterstützung bei der Sicherung, dem Erhalt von Bauwerken und gegebenenfalls der Bergung von Objekten leisten können. Zu den anstehenden Aufgaben gehören die Konzeption und Umsetzung von Rettungsmodulen im Hinblick auf das mobile und das immobile Kulturerbe, die Einbindung des KGR-Mechanismus in bestehende logistische Abläufe von Katastrophenschutzorganisationen sowie die Erprobung durch Übung mit konkreten Projekten vor Ort. Damit komme ich zur Projektstruktur der Kulturgutretter. Wir haben 8 Module identifiziert, denen wir folgenden Namen geben: Netzwerk, Logistik, Fernerkundung und Notfalldaten, Planung und Konzeption, Autopsie vor Ort, Notfalldokumentation, Minimum Standard Procedures und Rettungscontainer. Und ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass wir in einer frühen Entwicklungsphase sind. Die Module sind also unsere Vehikel, um inhaltliche Vorstellungen zu entwickeln, Schwerpunkte klarer zu fassen, zu konturieren, neue Gedanken zuzulassen, als auch diese wieder zu verwerfen. Alle diese 8 Module werden durch 4 grundlegende Querschnittsaufgaben verknüpft werden. Damit meinen wir die Schulung handlungssicherer Personen, die Optimierung von Prozessen, Instrumenten, Normen und Standards, das physische und digitale Capacity Building und unsere Fähigkeiten zum schnellen Eingreifen weltweit. Und damit komme ich zu den Inhalten und Zielen der einzelnen Module. Netzwerk. Wir möchten das Archaeological Heritage Network hin zu einem Expertennetzwerk ausbauen und erweitern. Dafür stellt das DRI IT-Ressourcen für den Aufbau eines nationalen Expertenpools zur Verfügung, welcher das gesamte Spektrum des Kulturerhalts umfasst. Vorbild für eine Personalaktivierung im Notfall ist die sogenannte Auslandsdatenbank des THW. Dort sind für den Auslandseinsatz geschulte Experten registriert, die im Krisenfall unmittelbar eingesetzt werden können.
Das Netzwerk verstehen wir aber auch im technischen Sinne als ein großes Datennetzwerk, in dem wir Daten unterschiedlicher Natur zusammenführen, teilen und abgleichen möchten. Unsere Plattform soll auch die Integration in EU-Krisenmechanismen fördern. Diese sind bis jetzt vor allem auf lebensrettende Maßnahmen ausgerichtet, die aber auch in Zukunft für die Kulturgutrettung Potenzial hätten. Das Modul Logistik. Wir wollen durch Kooperation mit der Katastrophenhilfe die logistischen Abläufe für internationale Mechanismen auf das Kulturgutretterprojekt übertragen und es so robust organisieren, dass im Krisenfall Mensch, Material und Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wie greifen Organisation, Kommunikation und die Transportlogistik effektiv ineinander? Wie gewährleisten wir Abstimmungs- und Vereinheitlichungsprozesse? Wie können wir Standard Operation Procedures, sogenannte SOPs, so festschreiben, dass sie international les- und anwendbar sind? Das Modul Fernerkundung und Notfalldaten. Wir verstehen unter Fernerkundung Satellitendaten. Daraus generierte Satellitenbilder sind elementare Planungsgrundlage für jeden wirksamen Schutz bei Katastrophen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Gewinnung von Daten für Lageanalysen, für die Einsatzplanung, als auch Veränderungsanalysen, also ein Monitoring, um präventiv handeln zu können. Wir wollen auch verstehen, wie sicher die Daten sind und wie kritisch eine mögliche Abhängigkeit von Datenanbietern sein könnte. Weltkulturerbestätten bieten Beispiele für alle zu entwickelnden Aspekte der Fernerkundung. Wir möchten daran simulierte Szenarien und Abläufe formulieren und auch erproben dürfen. Das Modul Planung und Konzepterstellung. Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen ist eine forschungsbasierte Planung auf Basis internationaler Standards. Mit der Schadensanalyse möchten wir situationsbedingt unter Einbindung von Kulturexperten komplexe Szenarien für die Schadensbehebung bis hin zu konkreten Konservierungen durchführen können. Die operative Erfahrung aus Kriseneinsätzen, aber natürlich auch aus Übungen, soll dokumentiert, evaluiert und im Sinne einer Qualitätssicherung in Programme der Vor- und Nachsorge fließen. Die Erfahrung möchten wir in Schulungen international vermitteln, um örtliche Kräfte auszubilden. Unser Vorbild einer Graswurzelbewegung sind hier die Notfallverbünde in Deutschland. Das Modul Autopsie vor Ort. Die schnelle Voreinschätzung eines beschädigten Baudenkmals, geleistet durch ein kleines, hochmobiles Team von Generalisten und begleitet durch lokale Fachberater, ist entscheidend für jede Form von örtlicher Sicherung und gehört zu den zentralen Bausteinen der Kulturgutretter. Mit der Rückmeldung an das Lagezentrum steuert das Autopsieteam Maßstab, Umfang, Dokumentation und Bedarf an Fachdisziplinen und Material. Zusätzlich zu klären sind, wer sind unsere Ansprechpartner vor Ort? Welche Sprachen müssen wir sprechen? Welche Regeln gelten? Und welchen Einfluss haben Tradition und Religion? Welche Rolle hat der Staat, das Militär? Und wie steht es um die Sicherheitsbestimmung des jeweiligen Landes? Wie sorgen wir uns um Arbeitssicherheit für unser eigenes Personal als auch für angeleitete örtliche Helfer? Notfalldokumentation. Dokumentationstechnologien für Denkmäler und Objekte zu beherrschen, ist Grundlage jeder Notfalldokumentation. Wir wollen diese Technologien weiter aufbauen und für Kriseneinsätze zur Verfügung stellen, weshalb wir ganz unterschiedliche Szenarien berücksichtigen müssen. Großstadt versus nirgendwo, also eine gänzlich unterschiedliche Infrastruktur oder Arktis versus Wüste. Hier definiert das Klima die einsetzbaren Techniken. Oder kleine Scherbe versus Kulturlandschaft, also der Maßstab, den eine Katastrophe einnimmt und der damit einhergehende Materialeinsatz. Generell ist unser Ziel die digitale, auf das Objekt angepasste Erfassung, die in Empfehlungen für das weitere konservatorische Vorgehen münden soll. Minimum Standard Procedures. Unter Minimum Standard Procedure verstehen wir die Beschreibung von Berge und Konservierungsprozeduren, die so
einfach und genormt wie möglich sein sollen, damit eine Vielzahl von örtlichen Helfern unter Anleitung parallel eingesetzt werden können. Zu Beginn des Kulturgutretter-Projektes sind wir von Szenarien ausgegangen, in denen große Mengen von mobilen Artefakten in kurzer Zeit aufgrund von Katastrophen zu bergen und zu konservieren sind. Also immer dann, wenn eine Räumung von Kulturgut unausweichlich ist und Minimum Standard Procedures zur Anwendung gelangen. In der jetzigen Projektphase bewegen wir uns im Spannungsfeld, diesen Ansatz auch auf eine Kulturlandschaft, eine Stadt, ein Gebäude zu übertragen, aber ohne die Möglichkeit einer Evakuierung an einen sicheren Ort. Und als letztes Modul die Rettungscontainer. Um wirkungsvoll bei einer Krise eingreifen zu können, ist eine professionelle operative Ausstattung zwingend, also die Hardware. Wir entwerfen und bauen deshalb ein robustes, modulares System mit unterschiedlichen Funktionen, die im Einsatz seriell und skalierbar miteinander verknüpfbar sind. Diese technische Plattform möchten wir im Sinne von Open Source im Netzwerk anbieten, damit möglichst viele konservatorische Fachbereiche ihre Module und mit Expertise entwickeln und operativ beisteuern. Mit dem RGZM haben wir vor kurzem mit dem Bau der ersten Module zur Notfallkonservierung begonnen und in den kommenden Monaten planen wir unseren ersten Einsatz im Sudan. Wir möchten dort unsere Rettungsmodule im Nationalmuseum von Khartoum unter organisatorischen, logistischen und instrumentellen Aspekten testen und so die Bestände im Nationalmuseum sichern helfen. Dabei werden wir örtliches Personal in Minimum Standard Procedures ausbilden und den Grundstein für die Erstausstattung des bislang nicht vorhandenen Restaurierungslabors legen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im blauen Jeep sehen Sie mich links neben meinem Hund und erkennbar nicht entspannt. Und Sie mögen mir vielleicht zustimmen, dass das Projekt der Kulturgutretter eine gewisse Dimension hat. Und das bringt mich wieder zum Beginn meiner Präsentation. Es wird nur gemeinsam gehen und es braucht die Kraft und die Hilfe vieler Menschen, um für die Bundesrepublik Deutschland einen Mechanismus aufzubauen und zu verstetigen, der auf dem Höhepunkt einer Krise weltweit Unterstützung leisten kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit schließe ich meine Projektvorstellung und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr von Bieberstein, vielen Dank für die Präsentation dieses ja doch noch sehr frischen Projektes, das beim Deutschen Archäologischen Institut und beim Leibniz-Institut in Mainz, AGZM, angesiedelt ist. Bevor wir in die eigentliche fachliche Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen noch zwei Anregungen aus dem Chat geben, die aufgelaufen sind, was den Namen von Ihrem Projekt betrifft. Sie haben ja geschrieben oder haben das auch überzeichnet mit Kulturgutretter. Ich möchte Ihnen einfach nur mit auf den Weg geben. Es kamen zwei Anmerkungen, ob man es zu einem heute nicht ganz korrekt dann KulturgutretterInnen bezeichnen müsste, beziehungsweise die zweite Chat-Anmerkung war, wie wäre es denn mit Kulturgutrettende, um dem auch entgehen zu können. Okay, danke dann, sehr. Ich werde das intern besprechen. Dass Sie das vielleicht intern besprechen, genau. Ja. So. Dann kommen wir jetzt zum dritten Vortrag von Frau Cecil Tesa Altay und Herrn Ulrich Manja, Community Archaeology in Pergamon. Ich sehe auch beide, das scheint zu funktionieren, dass beide tatsächlich auch gleich dann zu uns sprechen können. Sie klären das dann bitte untereinander ab, wer wann zu welchem Thema oder wie auch immer sprechen wird. Ganz kurz zur Einführung. Frau Tesa Altay studierte Architektur an der Universität in Istanbul und ist seit 2009 Mitglied im Team der Pergamon-Ausgrabungen und seit 2011 Mitarbeiterin im Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Istanbul, verantwortlich in erster Linie für die konservatorische Behandlung der Gebäude vor Ort im Pergamon selbst. Aktuell arbeitet sie an ihrer Dissertation über das Oktogon von Pergamon, das wiederum von der Universität in Istanbul, aber fachlich auch vom DAI in Istanbul betreut wird. Herr Ulrich Manja ist
einerseits gelernter Steinmetz und studierte dann klassische Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität Halle an der Saale und promovierte im Jahre 2005 über das kaiserzeitliche römische Heiligtum der Roten Halle in Pergamon, was dann auch 2011 publiziert wurde. Über viele Jahre war er Mitglied der Pergamon-Ausgrabungen und in den Jahren 2008 bis 2013 nahm er Tätigkeiten zuerst als Assistent am Lehrstuhl für klassische Archäologie der Universität in Kiel und anschließend als akademischer Rat an der Universität in Bonn wahr. Danach war er von 2003 bis 2015/16 noch im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes in Oxford und forschte dort die Entwicklung des römischen Gymnasiums. Und seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archäologischen Institut in Istanbul. Der Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden, zielt darauf ab, zu schauen, wie können einerseits langjährige archäologische Ausgrabungen mit den vielfältigen archäologischen Resten, die dabei zutage kommen, integriert werden in, man kann das so sagen, in die Bedürfnisse des Alltagslebens einer modernen Stadt. Was bedeutet das für den Tourismus, aber auch für eine Stadt selber, das Zusammenspiel von Konservierung mit gleichzeitiger Einbeziehung von nachhaltigem Tourismus und anderen Fragen. Frau Tesa Altay, Herr Manja, ich darf Ihnen das Wort geben und wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Ja, thank you very much for this very kind introduction. Perhaps the title of our presentation raises a bit too much expectations because community archaeology is a big word, let's say. But our lecture today is mainly connected to our conservation work, which is organized, supervised and planned mainly by Sechil Tesa Altay and me. Archaeological research in Pergamon. Archaeological research in Pergamon takes place already for more than 140 years. First steps towards community archaeology can be observed already when Alexander Konze, the director of the Imperial Prussian Museums, didn't want to leave the city hill behind like heap of rubble, or when Karl Hubmann felt responsible for clearing up the site of the Great Altar and restoring the circular monument in the Athena Sanctuary after excavation. And in the case of Wilhelm Dürpfeld, who brought stones already during excavation back into their original position, and who is known for building a series of so-called architectural samples, which partially visualize the originally existing buildings. Until the recent past, the concept stayed more or less the same. Along by scientific exploration of the site, conservational and reconstructive projects were conducted with the aim to preserve and represent ancient buildings. With the development of mass tourism in the second half of the 20th century, international tourists became the main recipients of these efforts. With the erection of a cable car at the Acropolis of Pergamon in 2007, the representation of the site became even more focused on mass tourism, with the result that visitors explore the Acropolis only in a very short time and leave the city hill by cable car unaware of the main part of the ancient town at the slopes of the city hill and the recent historical town below. So that's what you can see here in the slide. I hope you can see the cursor. The highlighted area is the Acropolis, approachable by this cable car, that's the yellow line, but this huge area of the mainly southern slope of the city hill stays a bit in the dark for visitors which are not familiar with the place. Already in 2012,
The idea came up to install a visitor path which connects the Acropolis with the so-called Red Wall Sanctuary in the lower town of Bergama. Perhaps I switch back to the slide before. We have here the Acropolis. This sanctuary of the Red Wall is here in the lower town of the, Bergama, the recent city. And the idea is to connect the Acropolis with a visitor path which goes via the recent town into this sanctuary. By time, this path became a leading idea also for our conservation work, since we have got an interest to present its results to a huge audience. The path passes the excavated residential areas with the partly reconstructed Heroen and the peristyle house Bauset with its interior decorations, the monumental gymnasium with a partial reconstruction of its peristyle, the Attalos house with mosaics and frescoes, the Lower Agora and the main gate of the Hellenistic city, which releases the visitor into the narrow streets of the old Ottoman town. The aim of this tour is to encourage visitors to stay longer and to explore not only the ancient city of Pergamon, but also the Ottoman historical living quarters, which cover the Roman city. To convey Pergamon as a city which is embedded in a multi-layered cultural landscape, which connects in many aspects past and present, corresponds with the definition of Bergama, Pergamon, as a UNESCO World Heritage Site since 2014. The establishment of an individual and perhaps more sustainable tourism should finally bring visitors into the historical living quarters of Bergama and enable the inhabitants to take part in the tourism business. Such forms of participation can make residents aware of the value of cultural heritage and bring them in an economic position that allows them to preserve the historical houses. Such developments take place in the long term until they show effect. Meanwhile, we are following also other concepts in the wider range of community archaeology for the local inhabitants. Since awareness among the locals is one of the most important preconditions to save cultural heritage, we decided to make use of our expertise to train young people from Bergama in stone masonry. The one-year course enables them to work in a challenging handicraft with a strong relationship to the preservation of historical and even ancient architecture. The apprenticeships became possible by funding of the Gerda Henkel Foundation and run already for 2 years. With the planned transformation of a truck shed, which you can see in the following slide, into a stone workshop, the stonemason training will be located on the visitor's route between ancient city and the historical town of Bergama. This workshop will be designed as a showroom where visitors can get insight in our work. Furthermore, with the help of the Rotary Club, we will establish an opportunity here where local inhabitants can borrow tools for maintaining their historical houses. Further current projects focused on the capacity building in the local community will be presented by my colleague, Setchel Tesa Altay. So now I have go off. As it is previously emphasized in this presentation, one of the aims of our project has been to raise awareness of the local inhabitants, particularly in regard of preserving their historical houses. In this framework, we organized a series of meetings where we, as Pergamon Excavation, get to know the local inhabitants, conducted a series of meetings, a survey in order to analyze the background of our target group and understand their common needs, determining our best feasible contribution
and later on discussing it further with local authorities and stakeholders. In the end, our most efficient contribution would be to repair the roofs of historical houses. There are a number of reasons that shaped this decision. Excuse me, do you see if I continue my slide? Okay, do you see the list of 1 to 4 now? Because I think I don't see it in the Zoom. Okay, there are a number of reasons that shaped the decision of us repairing the roofs of historical houses. Firstly, historical houses are mainly owned by a low-income group who cannot afford regular maintenance that must be in accordance with certain regulations of protection. Secondly, in most of these houses, decay starts first from roofs. Once the roof starts to leak, the house accelerates the decay. Thirdly, intervention at the early stages of decay requires less investment of time, energy, and eventually money in comparison to later stages of decay. Lastly, to focus only on roofs may encourage the inhabitants to continue the rest of the maintenance on their own. Emphasizing these aspects, roofs of 8 historical houses have been repaired since last year. In fact, in one of the houses, the owners continued the maintenance with their own efforts. And soon after, they have received the honorary prize at a competition from Izmir Municipality with the title of Respect to History. After such reflections of our project last year, this year we were able to collaborate with local actors such as Bergama Municipality and Chamber of Commerce. One of the sub-projects of this year was the complete restoration of a historical building and its assignment as community house. It is a property of the Bergama Municipality, which agreed to be assigned for public use in return for its restoration, which will eventually be specialized for the common benefit of the local community in its immediate surrounding. Possible functions for the community house were voted by the inhabitants. However, the declaration of the function, as well as the opening ceremony, had to be postponed due to the pandemic. Though the model for the house has become clear, it will be able to host many functions, each of which can be scheduled in different time slots. The responsibility of running the house and scheduling the functions will be on the headman of the community. Among the suggested functions are house for children to get art courses and sales shop for local products produced by the community, mainly by women. In both projects, namely the roof repairs and the restoration of the community house, a local craftsman has worked and has also trained 3 further unskilled young boys from the town. This was another key aspect of the project of supporting locals, using as much as possible of their own workforce in their own environment and eventually for their neighbors. By doing so, we could engage as many locals as possible into the action of saving cultural heritage. For Pergamon excavation team, working with locals is not a new concept. Since all these years, local workforce has been preferred in conducting excavations and restoration projects. However, placing the locals in the focus of works has been a new concept where the essential aim is to help preserving our multi-layered cultural heritage altogether. Here, the heritage is emphasized as multi-layered because it truly consists of different historic layers, some of which are still living. The town, with its historical houses, is one of these living layers that deserves to be protected. As already said in the beginning, saving cultural heritage should be ensured, firstly on the local scale, by local actors. Unless this is achieved, all other and outer attempts may contain the risk of remaining eccentric and alienating. So with this closing remarks, we thank you for your attention and we are curious to discuss further with you. Questions I would like to add. I mentioned the Gerda Henkel Foundation in the context of the apprenticeships for stonemasons. But I think we should make clear that also this roof project and
this community house is a project which was funded, thankfully by Gerda Henkel Foundation. Thank you. Ja, vielen Dank an Sie beide für diesen Vortrag. Eine Frage ist gerade hereingekommen, die gar nicht fachlich ist, aber ich denke, die uns alle auch durchaus berührt. Und zwar, wissen Sie, ob es bei dem Erdbeben vor einigen Tagen Schäden gegeben hat, sei es in der jetzigen Stadt als auch in den antiken Ruinen? Who should answer? Also wie of course, instantly we started to call people we know in Bergama, and so far as we know, there are no damages in Bergama itself. So of course, it was people could feel this earthquake, of course, but there are no damages as far as we know. Dann hänge ich gleich noch eine letzte Frage jetzt hier an, was auch nicht direkt ins Fachliche geht, aber auch eine Frage stellt, wenn man diese Häuser gesehen hat, wie sie vorher ausgesehen haben und dann die Häuser, die bereits restauriert wurden, gibt es in der Türkei oder konkret an diesem Ort in Zukunft, denken Sie, das Problem eventuell einer Gentrifizierung, das heißt, dass dann irgendwann die Familien, die jetzt darin wohnen, vielleicht tatsächlich irgendwann verdrängt werden und ein anderes Publikum sich dann da installiert? I think, Sechel, that's your turn. Yes, that was from the beginning one of our main concerns, to be honest. Because there is, in such historical towns, there is always the risk for gentrification. And of course, we would be the part which would want this the least. Therefore, we didn't want to encourage this. And how we placed ourselves in this project in order to preserve the historical houses, but at the same time to prevent such a gentrification, went basically through communication in first hand. So we get to know all the local inhabitants, which we did the meetings with, and there was a certain flow of the project where we, after we described the project and then we asked for applications of the houses that want to make their roofs repaired, we met each of these inhabitants to understand their relation with the houses. Of course, this was quite a time investment, but it was also one of the, main parts of the project. We had to be sure that these people have connections to their houses more than living inside it, but rather emotional bonds, like their family houses, or that they have a certain memory and things like that. These were the things that we were tracing in selecting houses, roofs of which we are going to repair. With this basis, at least we thought, okay, these people want to live in this house. They like living here. They don't want to sell their houses. You can find this naive, but this was for us the only quick solution to figure out who would remain in their houses in the longest term. That's how we selected the houses, and hopefully we prevent gentrification in long term, or at least we don't encourage gentrification. Danke an Sie beide und wir werden sehen nachher in der Diskussion, ob es noch weitere Fragen geben wird. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zum letzten Vortrag dieser Sektion und zwar Herr Terberger wird uns einen Vortrag halten mit dem Titel Authentische Funde, zerstörter Fundplatz, die Schöninger Speere als Kandidat für das Welterbe. Herr Terberger studierte Frühgeschichte, Geologie und Ethnologie an der Universität in Köln und promovierte dort im Jahre 1991, war dann in dieser Zeit bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Mainz und von 1993 bis 2013
Kurator und Oberkurator für Urfrühgeschichte an der Universität in Greifswald. Dort habilitierte er sich auch im Jahre 2001 und ist seit 2013 Referent für jägerische Archäologie am Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover. Der Vortrag wird sich damit befassen, im Prinzip ein altbekanntes Problem. Archäologische Ausgrabungen erweitern unseren Horizont, sie nutzen der Wissenschaft, sie zerstören aber in gewisser Weise den ursprünglichen Fundzusammenhang. Und er möchte uns das illustrieren an einem besonders prominenten Beispiel, nämlich an den Schöninger Speeren. Und da wird es auch um so interessante Fragen gehen wie, wenn man sich Gedanken macht, ob das vielleicht Weltkulturerbe sein könnte, wenn die Schöninger Speere als Funde zweifellos einen OUV erfüllen, was ist dann denn mit der Fundstelle, wo sie gefunden werden, aber die es so eigentlich gar nicht mehr gibt. Das war jetzt zwar etwas provokativ, aber ich glaube, Herr Thierberger, Sie werden uns in den nächsten Minuten aufklären können, in welchem Zusammenhang und in welchem Sinn Sie uns das näher bringen wollen. Ihnen gehört die Bühne. Geht's los. Ja, schönen Dank, Herr Wolf, für diese warmen, einführenden Worte. Sie haben ja gerade einen Prozess hinter sich, wo Sie mit ähnlichen Problemen auch zum Teil konfrontiert waren. Thank you for the opportunity to present some thoughts on the famous site of Schöningen, the aspect of World Heritage, to you. In this section, most of the colleagues have presented sites which are already part of the World Heritage. We are not that far, and I would like to present some thoughts of a typical archaeological problem in twofold aspects. First, the heritage of the Paleolithic, the early human heritage, is not very well represented in the cultural heritage, World Heritage. And secondly, as you know, archaeology destroys. And if you want so, in a third aspect, our finds and features are small. So it's not so easy to convince and show people wonderful, enormous, impressive structures. So that's my subject. And I would like to start with a short, so wait, I have to see that I can move on. Yes. I would like briefly to start with a statement by Mrs. Eisenman from 2017, where she reminded on the problem that we have an increasing interest also in political sphere on World Heritage, and World Heritage is today some kind of brand. But now we have the problem that too many sites of the cultural heritage are in a specific area of the world, and also in the contents is not very well balanced. So there is the idea to diversify the World Heritage, and I would like to come back to this aspect that we should get a broader approach towards World Heritage, and I would like to, very much to contribute to this aspect. A brief look at the World Heritage regarding the early man and human evolution and the Paleolithic, that means the Altstein site in Germany. According to what I found, one of the first sites which has been approved as World Heritage was the Vézère Valley in southwestern France, where you can see, among others, these famous cave sites, and all of you will certainly know these wonderful sites. So that was more than 40 years ago. A brief overlook on the World Heritage sites, according to what I found, is that 12 sites, that's about 1.5%, really are completely focusing on the Paleolithic and the early human evolution, which is in many cases human fossils, sites with human fossils. And you can see these sites are rather well balanced in the world, some of them in Africa, in the Near East, like Mount Carmel, Neanderthals, and anatomically modern human finds, in Chukotien, the Peking Man, and even in Malaysia. And only two sites in Southwest Europe are related to this subject, Atapuerca and Gorham's Cave, which are related to sites with a long stratigraphy and highly interesting evidence of humans, including Neanderthals. The other ones, they are the second
main aspect of the world heritage of early humans and the human evolution is certainly the aspect of cave art or ice age art. And as you see, there are four sites, and among them, the famous world heritage approval of Schwäbische Alb, with the evidence of earliest art finds from some caves there. And already there, we had the problem that some of the sites are more or less completely excavated. So there is, regarding the length and the relevance and importance of this part of human evolution, there is little has been done on the World Heritage side. So I would like to convince you or show you that there are good reasons to enhance this number of sites, and would like to briefly discuss the site of Schöningen. Schöningen, some of you might know, is a site which has been excavated in a former coal mining area. And on the right-hand side, you see an aerial view of this site where excavations are going on still today. On the left-hand side, you see a photo by Jordi Serrantevi from Tübingen University, who run the excavation there at the moment. So excavations are still continuing. And I'm talking about some very exciting wooden remains which were found by Hartmut Thiemann already in the 1990s in a sediment sequence from a former interglacial, that means warm period, which is called the Schöningen 13-2 site. So on the left-hand side, you see the sequence of layers. And where you see the small number four, you can see there is only a very small portion of the layers left, and that's what I will come back to later. Exactly in this level, it was that Hartmut Thiemann found on the lower left. You see Hartmut Thiemann just excavating one of these famous wooden finds, which on the top of left top, you see the photo of one of these famous wooden objects, which show human processing. And we are dealing since 1994 with the evidence of the earliest wooden weapons of humankind which were ever found in that state of preservation. On the right-hand side, you can see that there was a sediment block which was protected for a while until today. And this looks dramatic, and it was really dramatic. So, excavation went on until today, and the block is still under excavation. Before I come back to this aspect, I would like to briefly mention, give a short overview on the finds and what they can show us and what we can learn from them on early humans. We are dealing today with 8 spears, 2 double-pointed sticks, which we normally call Wurfhölzer, so throwing sticks, and 1 lance. And you will see later on that there are more wooden objects which are under analysis at the moment. So what do these weapons can tell us? First, the raw material is spruce and pine, and this is the first aspect which is important. You can demonstrate that these wooden weapons were made of specific raw material, so a very specific targeting of the raw material. Then the second aspect, the tree rings are up to 60 years, and it looks like that early humans targeted on very hard, solid little stems. So a second aspect, which is important, that we are dealing with a very, very specific manufacturing process. The third aspect, we have the tree rings, which allow in some cases the identification of the season of felling or of manufacturing of the wooden weapons. And what is most interesting is the fact that the spears, especially the spears, they show a deep knowledge of ballistics and the way how a spear you can throw is working. So there is a deep knowledge reflected in these wooden objects. And
Finally, we have an excellent preservation, which allows to see many traces of the manufacturing process and the use of the weapons. So a number of aspects which can be addressed only because of this outstanding preservation. The wooden objects are not the only one important objects which have survived on the site. Just as an example from my colleague Thijs van Kalfstoten and colleagues, they have published bone hammers, which definitely prove that early humans used bones in various ways to nap. And certainly about 300,000 years ago, humans used not only wooden material, but also bones for various duties. On the right-hand side, the blue color shows you that little flint splinters are still embedded in the bone. So there is no doubt that the traces you can see on the surface, and there are many of them, where you can see traces on the surface, really reflect working with these type of tools. So when it comes to the, as you know, outstanding universal value, I think we are dealing with unique masterpieces, which match quite well to selection criterion one. They have to represent a masterpiece of human creative genius, or criterion three, to be a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared. So the earliest preserved wooden or hunting weapons of humankind with an exceptional preservation, they allow a reconstruction of the manufacturing process and the use. They are really unique testimonies of technological and cognitive capacity of early humans, as for example, woodworking, the ballistic aspect, planning depth, and they also testify to various techniques of hunting. Furthermore, we have no really comparable finds from the Paleolithic, so they are really unique. And what is, from my point of view, also important, they were the starting point of for a new approach and an evaluation of the way of life and the cultural and cultural capacity of early humans about 300,000 years ago. When it comes to authenticity, we can demonstrate that they were clearly embedded in a context. They show that they were lying in a former lakeshore zone together with many fauna remains, which definitely are from a minimum of 25 horses hunted. And we have also a lot of paleoecological information. So there is no doubt that we really are dealing with a site with exceptional context and exceptional preservation. It looks like that we have no problems to demonstrate the authenticity. This can definitely also be demonstrated by the quality of the surface of these hunting weapons. As you can see in these two examples, we have clear marks of processing, like cutting off branches and polishing scratches. So we have no problems to demonstrate that these wooden objects were really manufactured by humans. Now it comes to the question that we do not only have these few hunting weapons, but as a very nice situation, during excavation, all the wooden remains were collected and can now be analyzed in detail. And we, thanks to financial support by German Science Foundation, we have the opportunity during the coming years to look at all objects in much detail and present a full inventory, including all information on the processing of the finds. On the right-hand side, you see that further objects really show very clear traces of human manipulation. Now coming to the final aspect of integrity.
As you know, excavation means destroying, and unfortunately, we do not have wonderful buildings such as at Pergamon, which can be demonstrate that there is still something survived. In 1994 to 1997, the complete level of the site was destroyed or was excavated, and you see on the right-hand side, marked in red, all the areas which have been excavated, and the Erdsockel top down, down on the right-hand side, this is the area where excavation is still going on, and the level of the spear horizon, so-called spear horizon, has been completely excavated there. Fortunately, it could be demonstrated by new excavations. And you see on the top, one of the finds which has been found during these excavations, it is published by Nick Connard et al. Just recently. And this find was found close to the so-called upper berm. That means on the photo on the bottom, you can see the star marks the find, and it was not found on this former part. But it was found very close to the well-preserved area. And there is good reason to assume, and we will demonstrate this in more detail by drillings, that and part of the site is still preserved. So I think we can argue quite well that certainly the main area where the finds have been preserved is destroyed or excavated. But similar to the situation in the caves of the Swabian Alps, there is still a part of the site certainly survived, and not a small one. To come to the conclusions, I would ask you for your critical comments, but from our point of view, we see that Schöning is a very promising candidate for World Heritage because at least it deserves or it shows that criterion one is fulfilled, and we can demonstrate the authenticity of the finds, and part of the site has still survived, so we can also demonstrate that there is integrity given. And finally, I would come back to the first aspect that says we should diversify the World Heritage, and I think a site like Schöning could really contribute to a better diversification of the World Heritage in the world by these unique finds, which are small but really fascinating in the information and in the testimonial of the capacity of early humans. I would like to thank you for your attention. Vielen Dank für diesen faszinierenden Einblick in die Welt der Schöninger Speere vor 300.000 Jahren. So, wir wären jetzt tatsächlich angekommen bei unserer Diskussion, und zwar für alle Vorträge. Und ich habe gesehen, also Herr Haspel hat nicht die Hand gehoben, aber er hat mich gefragt, darf ich was fragen? Herr Haspel, dann dürfen Sie die Diskussion noch gerne eröffnen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für den Reigen dieser Vorträge, die sehr anregend waren und Einblick gegeben haben in die archäologische Arbeit, und nehme einen Punkt nur raus, der betrifft den letzten Vortrag, der betrifft aber auch möglicherweise unseren Moderator als Präsident des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg und Pergamon, nämlich die Frage nach dem Thema, dass die Welterbekonvention von 1972 im Grunde genommen eine feste Voraussetzung hat, nämlich dass die Objekte, die eingetragen werden, dass sie, wie das so schön heißt, site-related sind, das heißt, sie sind ortsgebunden, ortsbezogen und sind insofern sozusagen, sind bewegliche Kulturgüter, sind da nicht drin. Und für mich ist die Frage, nach dem Zusammenhang von Pergamon, also gibt es eine Beziehung der Grabung und der Tätigkeit in Pergamon
zu dem Pergamon-Altar und zu dem Pergamon-Museum? Gibt es da eine Kooperation? Wird es sozusagen als gemeinsames Erbe und Verantwortung eigentlich irgendwie begriffen? Oder sind es zwei getrennte Sphären, die nebeneinander herlaufen? Und was jetzt auf den letzten Beitrag Bezug nimmt, und vielleicht auch auf die Eiszeitkunst übertragbar ist, die Eiszeitkunst, die Objekte sind ja teilweise zu besichtigen, zu sehen, ich sage mal in der Region, aber nicht unbedingt an dem Ort, an dem sie gefunden wurden. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob man nicht für das Thema der beweglichen Teile oder der musealisierten archäologischen Fundstücke, die sind ja in besonderer Weise davon betroffen, eigentlich nochmal über die Kategorien der Welterbeliste nachdenken müsste, weil das ist ja eine andere Dimension im Grunde genommen. In dem Augenblick, wo das Objekt ergraben ist und quasi als bewegliches Bodendenkmal verfügbar ist, kann es eine herausragende Bedeutung im Sinne des Outstanding Universal Values haben, auch die Kriterien der Authentizität und der Integrität erfüllen. Aber es ist sozusagen nicht mehr in diesem Sinne eigentlich ortsgebunden, sondern ist in Bewegung gesetzt. Und ich frage das deshalb bei Schöningen, ich fand es sehr faszinierend, aber muss man eigentlich überhaupt an dieser Welterbekonvention und an dieser Eintragung festhalten oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, den Wert solcher Stücke zu schätzen? Wir haben in der UNESCO das Welterbeprogramm erweitert um den sogenannten Memory of the World Program und das Intangible Heritage und die Frage ist, ob die Museums- und Ausstellungsgüter nicht ähnlich bedacht werden müssten, eigentlich mit einer Kategorie. So, darf ich bitten, für Pergamon bitte zuerst zu antworten, dann Herr Theerberger für Schöningen und dann würde ich noch kurz was zur Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb sagen. Ja, also Sie haben den Altar angesprochen und eine mögliche Zusammenarbeit also mit den Museen in Berlin. Also das muss ich sagen, das gibt es in der Art und Weise nicht. Das wäre in manchen Beziehungen wirklich wünschenswert. Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Allerdings haben wir da auch ein gewisses Erbe einfach, sage ich mal, zu tragen, was nicht immer so ganz einfach ist. Und ich denke, dass wir mit unseren nun inzwischen Jahrzehnte andauernden Aktivitäten, was Baudenkmalpflege in Pergamon betrifft, die wir eben jetzt auch zunehmend in einen neuen Kontext stellen, also dass wir versuchen, das mehr und mehr auch in Bezug auf die Local Community zu beziehen, also dass wir unsere Arbeit verbinden mit den Leuten vor Ort, und weniger vielleicht, als das früher geschehen ist, auf den Tourismus und auf unsere akademische Umgebung zurechtzuschneiden. Also, dass wir damit schon eine ganze Menge leisten. Ja. Darf ich dazu ganz spontan reagieren? Ich finde die Arbeit großartig, die Sie dort machen. Ich finde es fantastisch und ich finde es auch ganz toll, dass es diese sozusagen althergebrachte Verantwortung geht, die jetzt ja quasi über Generationen dort gemacht wird und auch den Ansatz, den Sie präsentiert hatten, diese Local Community einzubeziehen, also nicht nur zu graben, zu forschen, sondern immer sozusagen es mit weiterzugeben. Gerade dieser Umstand, dass das DAI dort sozusagen einen Perspektivwechsel vorgenommen hat, würde natürlich auch dafür sprechen, mal zu überlegen, gibt es nicht Welterbestätten und archäologische Stätten auf den Tentativlisten in dieser Welt, an denen das DAI mitwirkt, wo Prinzipalstücke, nenne ich es mal, Prinzipalstücke in deutschen archäologischen Museen sich befinden, und müsste man das nicht sozusagen offensiver kommunizieren und Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen? Ich sage das deshalb, weil manchmal waren wir ja mit den Kollegen der archäologischen Museen auch unterwegs, und dann da spielte der Gedanke zu sagen, wir haben ein gemeinsames, ein Shared Heritage und auch eine Shared Responsibility. Vielleicht war das nur rhetorisch gemeint, aber ich glaube, dass das sehr gut wäre, weil es ganz im Sinne der Welterbekonvention wäre, eigentlich diese Dinge zusammendenken und auch zu bearbeiten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und allerdings
glaube ich, dass eben da auch die Impulse durchaus von der Stiftung in Berlin preußischer Kulturbesitz ausgehen müsste. Das ist was, was wir hier vor Ort nur schwer leisten können. Aber also ich sehe das ganz genauso. Es ist wirklich sehr wichtig. Dankeschön. So, jetzt habe ich gesehen, ich glaube direkt dazu, bevor wir zu Schönigen kommen, Sebastian Sommer, du wolltest dich auch dazu äußern. Ja, danke. Eigentlich wollte ich auch was zu Schönigen sagen, aber zuletzt hat sich das doch jetzt ergeben, dass ich da doch direkt was dazu sagen kann oder möchte. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, auf diese ALAP und auch das, was wir heute Vormittag schon gehört haben, mit Virtual Reality und mit 3D-Aufnahmen, dass wir ja doch heute Instrumente haben, die ja sozusagen separierten Fundstücke zumindest virtuell wieder zurück an ihren Fundort zu bringen und damit eben diese Verbindung dann auch zu den Museen wiederherzustellen. Also ich finde, da sollten wir jetzt nicht unbedingt neue, ja, wie soll ich sagen, neue Definitionen beginnen, sondern die Instrumente einfach nutzen, die mittlerweile da sind. Zu Schöningen hatte ich nur noch die Frage oder die Gegenfrage zu Herrn Haspel. Eigentlich habe ich den Kollegen Thomas Terberger so verstanden, dass ja nun über die Fortsetzung dieser Schicht 13.2 in den ungestörten oder ungefährdeten Bereich ja nun doch sozusagen zumindest mit einem gewissen Grad die Fundstelle selber erhalten ist und auch wahrscheinlich erhalten bleibt. Und damit ist sie dann doch auch nicht arg viel anders als so viele andere archäologische Welterbestätten, sei es jetzt mit teilausgegrabenen Pfahlbausiedlungen, sei es mit teilausgegrabenen römischen Kastellen oder sonst irgendwas, wo wir ja auch immer mit einer gewissen Teilzerstörung, einfach um es überhaupt nur zu erkennen, rechnen müssen, beziehungsweise davon aus, als Grundlage haben. Und damit wäre das doch auch ein Platz, der durchaus in die bisherigen Kategorien auch einfallen könnte. Wenn ich darf, würde ich da gleich antworten. Wie sieht das aus? Ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Haspel, für Ihre Kommentare und auch Sebastian, herzlichen Dank für deinen Hinweis. Fange ich mit dem letzten Aspekt an. Ich denke, dass Schöningen nicht so viel anders ist, als wir vielleicht noch vor einigen Jahren gedacht haben und in der Tat zwar ein Teil erschlossen wurde, wir aber noch nicht am Ende sind und somit das Schicksal von Schöningen, ich sage jetzt mal hier ein bisschen, normaler ist, als wir das vielleicht früher gedacht haben. Das sehe ich ganz genauso. Nun zu Ihrer Anmerkung, Herr Haspel, es ist ja in der Tat so, dass man bedeutende einzelne Objekte oder eine Objektgruppe, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang durch die Grabung herausgelöst wurden, die eine solche Bedeutung haben kann, wie meinetwegen eben auch die Kunst der Eiszeit aus den Schwäbischen Albhöhlen, dass die für sich auch es vielleicht wert wären, in den Status des Weltkulturerbes in einer besonderen Kategorie gehoben zu werden. Allerdings fallen wir ja gerne so ein bisschen zwischen die Stühle, weil nach meinem Wissen ist bislang nur die Bronzescheibe von Nebra als Weltdokumentenerbe anerkannt, weil sie tatsächlich eine gewisse Abbildung, ich sag mal, des Himmels repräsentiert. Und eine solche Darstellung oder eine solche Argumentation erscheint mir höchst schwierig, sowohl im Hinblick auf einen Fundplatz wie Schöningen, aber auch zum Beispiel im Hinblick auf die Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Für mich ist und bildet die Funde mit dem Fundplatz, mit seinen Schichten und dem vorhandenen Archiv auch zur damaligen Umwelt eine Einheit. Insofern würde ich eher stark darauf hinwirken bzw. dahingehend argumentieren, dass ich die Einheit aus Funden aus einem bestimmten Kontext, noch vorhandenem Kontext und den Möglichkeiten, auch in der Zukunft dort gegebenenfalls möglichst ohne Zerstörung weitere Erkenntnisse zu gewinnen,
erscheint mir genau das, was ja natürlich auch wünschenswert ist. Wir erhalten, wir schützen, wir heben es in einen Status, wir machen Monitoring, aber mit der Forschung erschließen wir auch die weiteren Dimensionen dieser Funde. Ja, vielen Dank, Herr Thierberger. Vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite aus, weil es jetzt mehrfach auch viel in der Diskussion die Eiszeitkunst aus den Höhlen der Schwäbischen Alb. Dieses Weltkulturerbe befindet sich ja in Baden-Württemberg. Wir haben tatsächlich ja in den Jahren der Antragstellung diese Diskussion auch immer wieder geführt. Wir mussten sie auch führen, weil wir schon sehr früh im Nominierungsprozess ja auch von der deutschen KMK, von der Expertenkommission darauf gestoßen wurden, dass es eventuell ein Problem geben könnte. Was ist denn nun eigentlich Welterbe für euch? Sind es denn eigentlich die Funde oder sind es denn die Höhlen? Es gibt hunderte von Höhlen auf der Schwäbischen Alb, die teilweise als Höhlen deutlich spektakulärer sind als das, was ihr jetzt einschreiben wollt. Wir hatten zugegebenermaßen auch in der ersten Version des Teilantrags das Schwergewicht noch sehr stark auf die Funde an sich gelegt. Wir haben das dann geändert, indem wir tatsächlich in diese Richtung gegangen sind, Herr Thierberger, die Sie jetzt auch für Schöningen im Prinzip ja vorschlagen, nämlich diese unabdingbare Einheit von archäologischer Fundstelle mit diesen Objekten, die darin gefunden wurde, und die Gemeinsamkeit von diesen beiden ergibt dann dieser OUV. Diesen Weg sind wir gegangen. Das ist dann auch tatsächlich diese Argumentation gut aufgenommen worden. Und wir mussten, um das auch noch besser belegen zu können, tatsächlich dann sehr schnell auch noch die ein oder andere Sondage durchführen in einigen dieser Höhlen. Zum Beispiel hieß es eben, im Hohlenstein-Stadel, wo der berühmte Löwenmensch herkommt, der ist ebenfalls in den 30er Jahren mehr oder weniger komplett ausgegraben worden. Wir haben festgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass mindestens zwischen 60% und 70% der archäologischen Schichten noch vorhanden sind. Das betrifft im Übrigen auch 4 der weiteren 5 Höhlen, und die einzige Höhle tatsächlich, die mehr oder weniger komplett ausgeräumt ist, ist der Entschuldigung, der im Lohnetal, die Höhle, wo das Mammutlay und andere Figuren herkommen, wo sich der Abraum noch vor der Höhle befindet. Das heißt, wir haben tatsächlich den Fokus weg von der Argumentation über die eigentlichen Funde auf die Einheit von archäologischen Fundkomplexen in Verbindung mit den Funden gelegt. Und was die Funde selbst betrifft, auch da sind wir praktisch ja Erbe eines bestimmten Vorgangs, wie es in Baden-Württemberg gemacht wurde. Wir leben eben in keinem zentralistischen Staat wie in Frankreich, wo man dann auch, wenn es sein muss, relativ schnell durchregieren kann. Und dann wird eben für mehrere 50 oder 60 Millionen Euro ein Eiszeitmuseum neben die Welterbestätte gebaut, in der dann auch Funde ausgestellt werden, zugegebenermaßen auf der relativ kleinen Fläche von Baden-Württemberg gibt es eben 6 oder 7 Museen, in der sich die verschiedenen Fundstellen befinden. Umso wichtiger, und diesen Weg werden wir auch gehen, das, was Sebastian Sommer auch angeregt hat, über die Möglichkeiten der virtuellen Präsentation direkt vor Ort, dann diesen Aspekt der Funde eben an die Welterbestätte auch heranzubringen, weil wir sicherlich nicht den Weg gehen werden und jetzt bei jeder der Höhen ein neues Museum daneben setzen werden. Also das ist auch relativ klar. Ja, so, jetzt wenn ich noch ganz kurz ergänzend sagen darf, mir waren Ihre Ausführungen sehr, sehr interessant, und ich sehe auch gerade im Fall von Schöningen und auch im Fall der Höhlen auf der Schwäbischen Alb den Kontext im Sinne auch umweltgeschichtlich, denn die damalige Umwelt ist ja in dem Sinne nicht mehr da. Sie sieht ganz anders aus. Sie ist 30.000 oder in unserem Fall sogar 300.000 Jahre lang verändert worden. Das heißt, man muss versuchen, aus den Quellen die Dinge zu erschließen. Es kam dann hier noch die Frage, warum man nicht Natur- und Kulturerbe in diesem Fall oder in den Fällen, die genannt wurden, verbindet. Ich gebe da nur zu bedenken, wie es Herr Wolfscham sagte, wir haben unter Umständen im Hinblick auf die Höhlen andere Höhlen, die noch als Naturerbe unter Umständen bedeutender sind,
und eigentlich der besondere Bedeutung nur aus der Kombination heraus Höhle erhalten und eben noch gegebenenfalls Sedimente erhalten. Nur diese Einheit bildet hier das Besondere. Wenn man sie jeweils für sich betrachtet, könnte es sein, dass man die Höhlen oder aber eben auch den Tagebau Schöning mit seiner Schichtenfolge, der zweifelsohne ein faszinierendes Archiv auch der letzten Millionen Jahre ist, könnte man sicherlich auch so sehen. Aber als Naturerbe steht er natürlich in Konkurrenz zu Grube Messel und Co. Und da weiß ich nicht, ob man mit dieser Argumentation mit der gleichen Überzeugungskraft vorgehen kann. Herr Wolf, wie sehen Sie das? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich würde tatsächlich auch, wir haben ganz kurz darüber diskutiert, diesen Weg mit dem Naturerbe ein kombiniertes zu machen. Wir haben das tatsächlich auch verworfen, weil wir der Meinung gewesen sind, dass wir auf der Schwäbischen Alb mit dem Begriff Naturerbe tatsächlich mit anderen Fundstellen hätten konkurrieren müssen, mit denen wir ganz ehrlich gesagt den OUV für diesen Bereich nicht hätten belegen können. Gut, so, dann springen wir jetzt mal ganz kurz, gehen zum ersten Vortrag. Sebastian, es gab zwei Fragen zu deinem Vortrag. Den einen hast du zwar schon beantwortet, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Nämlich, es gibt ja im Moment eben den Donau-Limes, den Antrag, den Donau-Limes im Idealfall fortzuschreiben bis an das Schwarze Meer. Wie sieht es aus mit den Möglichkeiten nach Corona, nach kriegerischen Auseinandersetzungen wieder Kontakt mit den weiter im Südosten gelegenen Regionen aufzunehmen? Und eine andere Frage war, ob ein Besucherzentrum geplant sei in dem Bereich der neuen Anträge. Ja, ich fange mit dem letzten an. Wir haben tatsächlich im letzten Jahr ein Baku am Rand von der Welterbe Komiteesitzung, Entschuldigung, hier auch erste Gespräche geführt und hatten im Frühjahr diesen Jahres in Tunesien eine erweiterte Bratislava Group Sitzung geplant gehabt, wo wir eigentlich hätten auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika zu Gesprächen hätten einladen wollen. Wir haben mit der angesprochenen thematischen Studie vielleicht insofern einen allerdings bewussten Fauxpas begangen, als doch der ursprünglich auf das große Ganze ausgerichtete Ansatz sehr schnell aus praktischen Gründen eben auf Europa reduziert werden musste. Fauxpas insofern, als damit natürlich so ein bisschen der Eindruck entstehen konnte, wir aus Europa machen uns Gedanken schon über Nordafrika und vom Orient, was natürlich wirklich nur unter dem Gesichtspunkt passiert ist, dass wir eben das große Ganze im Auge haben wollten. Aber eben mit den Ansätzen von ICOMOS und dem Welterbekomitee heute, dass eben nicht eine additive serielle Nominierung möglich ist, sondern nur individuelle Stätten, mussten wir eben schauen, wie kann man denn überhaupt praktisch vorangehen. Ja, die Antwort auf die Frage ist, es soll auf jeden Fall weitergehen. Wir haben hier eine große Zielsetzung, die wir weiter verfolgen wollen und die ich auch über meine Pensionierung hinaus gerne weiter verfolgen würde. Und natürlich die Kolleginnen, die dann noch in den Ämtern sind, natürlich genauso mittragen. Die Besucherzentren, die Frage war, glaube ich, primär auf das gerade schon kurz angesprochene, im Chat zumindest angesprochene Paläon orientiert, aber klar auch für die weiteren Welterbestätten, Grenzen des Römischen Reiches sind Besucherzentren, wir nennen das Informationszentren, geplant bzw. in Vorbereitung. Die Idee ist tatsächlich für jeden Abschnitt eine sozusagen Key-Site zu haben mit auch einem großen Informationen zum Thema Welterbe insgesamt, um dann, dadurch, dass wir im Grunde ein lineares Welterbe sind, dann auch
regional oder und noch mal auf einer niedrigeren Ebene lokale Informationsstätten zu haben zum Welterbe. Dankeschön. So, jetzt eine Frage, Herr von Bieberstein, an Sie. Wir hatten ja vorhin in dem Vortrag von Frau Tesa Altay und Herrn Mania über Pergamon diese sehr starke Einbeziehung der lokalen Stakeholder. Bei Ihrem Projekt muss ich ja eigentlich diese Frage auch stellen, vor allen Dingen, wenn man die verschiedenen Bausteine, die Sie in Ihrem Werkzeugkasten sozusagen uns präsentiert haben, nimmt, Autopsie vor Ort oder Notfalldokumentation. Das sind ja Dinge, die eigentlich zwingend vor Ort stattfinden müssen. Da Sie ja bisher, glaube ich, noch keine konkreten Projekte durchgeführt haben, sondern sich noch in der Vorbereitungsphase befinden, meine Frage, ich denke, da muss man ja auch sehr sensibel vorgehen. Und Sie haben sich doch sicher auch Gedanken dazu gemacht, wie das dann ablaufen könnte. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Ich habe, also das ist eine der wichtigsten Fragen, finde ich, für das Projekt und den Erfolg dieses Projektes überhaupt. Ohne die Einbindung der lokalen Akteure, ohne das Verständnis für die Situation vor Ort, wird das, was wir vorhaben, keinen Erfolg haben. Das ist ganz klar. Und wir können das vielleicht, weil eben wir ja noch gar keine, zum Glück noch gar keine praktische Erfahrung gemacht haben, wir wären auch gar nicht bereit, vielleicht übertragen auf die Situation in Deutschland, die ja dadurch geprägt ist, dass wir Notfallverbünde haben. Und diese Notfallverbünde sind ja eine Art Graswurzelbewegung, die sind dort eigentlich entstanden, wo Havarien entstanden sind, wie in Köln oder auch in Dresden und in Halle. Und diese lokalen Player, das wären ja genau unsere Ansprechpartner, wenn wir als Kulturgutretter, um das auf Deutschland zu übertragen, halt vor Ort kämen. Und ohne diese lokalen Akteure sind wir nicht in der Lage, die richtigen Objekte am richtigen Ort zu finden, zu bergen und zu konservieren und zu interagieren. Also dort haben wir als DRI ein sehr tiefes Know-how, denke ich, entwickelt über Jahrhunderte, international, interkulturelle Sensibilität zu entwickeln, empathisch zu sein. Und was wir anstreben im nächsten Jahr in der Projektentwicklung ist, beispielsweise mit dem THW, deren Erfahrung mit einzubringen. Die sind ja sehr robust in ihrer Struktur. Und dort halt zu verstehen, wie das THW vor Ort interagiert mit dem Betroffenen. Und das zusammenzubringen, um dann entsprechend auch handeln zu können. Dann schließe ich gleich noch eine Frage an. Sie hatten auch einen Teil, das nannte sich Fernerkundung. Da stellt sich für mich die Frage, wenn wir heute ja vor allen Dingen auch über Welterbe sprechen, wäre es denn eventuell sinnvoll, diese Fernerkundung, das heißt eine bestimmte Art von Dokumentation, die, glaube ich, ja bei allen Welterbestätten sicherlich nicht gleich gut ist, auch teilweise natürlich in Absprache dann auch mit den lokalen Autoritäten eventuell schon präventiv durchzuführen? Ja, das wäre natürlich optimal. Also wir haben verstanden und man ist ja meistens naiv, wenn man hat Filme im Kopf, dass man direkt mit dem Satelliten dann das havarierte Gebiet betrachten kann. Das ist in der Praxis nicht so. Also alleine der Zugriff auf die Daten und die Auswertung und Interpretation kann Tage dauern. Und insofern ist also das präventive Bereithalten von Daten entscheidend. Und klar, Kulturwelterbestätten werden prädestiniert, um im Vorfeld diese Daten zu erheben, um auch Veränderungen wahrzunehmen, um dann theoretisch im Falle einer Havarie, einer Überflutung, eines Brandes, eines Erdbebens halt entsprechende Grundlagen zu haben. Also da ist die Prävention ganz sicher weit vorne. Ja, vielen Dank. So, auch gleich noch an Sie, Herr von Bieberstein. Herr Haspel fragt zur neutralisierten Kulturgutrettung noch die Frage, wer kann die Retter denn bestellen und wer bezahlt? Das Auswärtige Amt? Ja, also das ist natürlich die entscheidende Frage, um ein Projekt dieser Größe zu stemmen. Natürlich sind wir als DRI, wir sind ja im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes und insofern erstmal auch finanziell abgedeckt und auch die Finanzierung für 2021 sollte, soweit ich weiß, gesichert sein. So, wir können also weiterentwickeln. Aber ganz grundsätzlich läuft es ja so, dass
Wir, also als ich übertrage das mal auf das THW, weil der Auslösemechanismus wäre ja analog, dass wir also als als Kulturgutretter angefragt werden würden durch das Ausland, also durch das havarierte Ausland, und dass diese Anfrage gehen würde in den europäischen Krisenreaktionsmechanismus nach Brüssel. Dort normalerweise gibt es gemeldete Kontingente, da wären wir theoretisch dann als Kulturgutretter mit dabei, das THW ist selbstverständlich mit dabei. Und dort könnte dann das havarierte Land entsprechend seiner Vorstellung halt auch auswählen aus dem Katalog der anbietenden, hilfeleistenden Länder, welche Leistung es denn konkret anfordert. Also die aus Norwegen und die aus Schweden, aber die vielleicht aus Dänemark nicht, und die Kulturgutretter an dieser Stelle, aber nicht an jener Stelle. Und der Einsatz wird dann bezahlt über das Auswärtige Amt. Es war jetzt noch eine Frage in dem Zusammenhang, aber ich glaube, Sie werden sie eher negativ beantworten müssen. Und zwar die Frage war, ob Sie denn schon vor kurzem nach der verheerenden Explosion in Beirut tätig geworden sind. Aber ich denke nicht, sonst hätten Sie uns das sicherlich gesagt. Doch, ich war dort tatsächlich auch einen Tag nach der Explosion, und das war sehr spontan, und ich war dank der Verbindung, die wir schon zum THW haben, eingebettet und konnte quasi in dem ersten Flieger mitreisen, aber dann im Sinne der Prospektion war meine Aufgabe, die havarierten Museen zu besuchen und zu schauen, welche Schäden dort vorliegen, um das direkt im Sinne einer Autopsie vor Ort zurückzumelden. Das THW hat natürlich Menschenleben gerettet, und so waren wir also quasi in der gleichen Stadt, aber nicht auf dem gleichen Terrain. Aber tatsächlich war ich in Beirut vor Ort und habe dort auch meine Erfahrung gesammelt, insofern als ich als spontaner Einzeltäter natürlich auch sehr schnell an meine Grenzen gekommen bin, was meine physische Fähigkeiten angeht, mein Navigationsvermögen vor Ort, die Ladekapazität meines Akkus und viele andere Dinge mehr, sodass wir natürlich jetzt sehr konkret auch verstehen, dass Autopsie vor Ort eigentlich nur funktioniert, wenn wir ein Team von Generalisten haben, die entsprechend auch aus der Entfernung, also über einen Stab geführt werden können, genauso wie das THW es eben auch macht. Das war meine Erfahrung vor Ort in Beirut. Und theoretisch könnte man diese Frage natürlich auch gleich ausweiten, ob es die Notwendigkeit gäbe, eventuell eben in der Küstenregion nach dem Erdbeben irgendwo aktiv werden zu müssen. Ganz genau, aber die Anfrage kommt ja, wie gesagt, aus dem havarierten Ausland, und da wir ja noch gar nicht Teil eines Krisenreaktionsmechanismus sind, können wir auch gar nicht angefragt werden. Wir sind ja noch gar nicht operativ und bereiten uns ja nur vor im Moment. So, dann hätte ich noch eine Frage an unser Vortragsduo, und zwar würde es darum gehen, diese wirklich faszinierende Zusammenarbeit mit den kommunalen Trägern oder auch mit Hauseigentümern. Es stellt sich die Frage, da das Ganze ja, denke ich, teilweise auch ihre Kapazitäten, sowohl, denke ich, was das Personal betrifft, was aber auch Geldmittel betrifft, ja, übersteigt. Das heißt, ich glaube, von der Aufgabe her könnte man ja deutlich mehr machen. Haben Sie mal überlegt, ob es denn Sinn machen würde, so ein wirklich tolles Projekt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, eventuell teilweise direkt bei der UNESCO angliedern zu können, um da zentral auch vielleicht mit mehr Man- und Geldpower noch mehr bewirken zu können? So groß haben wir noch nicht gedacht, aber wir haben seit letztem Jahr intensiv versucht, also mit lokalen Institutionen zusammenzuarbeiten. Und ein Erfolg war es zum Beispiel, dass wir eben dieses Jahr diese Dachreparaturen gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer von Bergama durchgeführt haben, die eben ein ganz maßgeblich, also dieses Material letztendlich zur Verfügung gestellt haben, was wir für diese Reparaturen brauchten. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, oder nicht nur ich denke, dass wir denken, dass es ganz wichtig ist, dass man eben diese lokalen Institutionen einbezieht und mit denen was zusammen macht, weil das am Ende auch viel wirksamer
wahrgenommen wird, denke ich, als wenn alles von außen kommt, wie so ein angenehmer Frühjahrsregen, dann, also ist es für die Identifikation mit so einem Projekt etwas ganz Wesentliches. I can also add a few points to Ulrich's remarks. It was also one of the things we emphasized in the presentation, to do things not only as outsiders, but also to encourage the locals into the action of what we aim to do eventually, because it is truly something missing, I must say, because as long as the communication in this topic is missing between the local and the project partners is, the more the gap and the less the understanding is. And our aim is basically to understand altogether why we give so much effort to preserve this cultural heritage. And we start from what cultural heritage is. So we already start from zero, I must say. And we, in my opinion, I think it's worth it. It's worth our project to establish this understanding at first. And then if we take action all together, then it could become a larger project eventually, as you suggested, to apply to funders like UNESCO or other partners. Dann würde ich diese zweite Sektion Bewahrung und Vermittlung, Schutz und Management archäologischer Welterbestätten schließen. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen Vortragenden des heutigen Nachmittags, bei allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben und glaube, dass es ein wirklich anregender Nachmittag war und dass wir auch eine ganze Menge gelernt haben und wir uns auf jeden Fall auf den morgigen Tag freuen dürfen. Ansonsten würde ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank dafür, dass ich die Sektion heute Nachmittag leiten durfte und es hat mich